Ja, dann möchte ich begrüßen den Friedhelm Berger, der jetzt referieren wird über pestizidfreie Landwirtschaft. Liebe Goldrot-Schwarz-Gemeinschaft, vor Jahren hat mich Professor Michael Vogt interviewt im Alpenparlament TV über pestizidfreies Leben oder pestizidfreie Produktion und über Bienenvolksterben. Damals haben wir uns überlegt, ob man das positiv betrachten soll, die Überschrift pestizidfrei Leben oder pestizidfreie Produktion, oder ob wir es eher nennen sollen, krank durch Landwirtschaft und dann pestizidfreie Produktion. Die Gespräche in den letzten zwei Tagen haben wieder gezeigt, dass es besser gewesen wäre, das andere vorauszustellen. Denn ich habe also auch gestern wieder mitkriegen müssen, dass sehr viele Leute auch in dieser Gruppe meinen, man könnte allein durch Liebe, durch Geist, durch entsprechende Lebenseinstellungen alles zum Positive wandeln. Das hilft mit, aber es ist nicht der alleinige Punkt. Man muss auch was tun. Man kann es auch christlich geprägt sagen, man kann sagen, ora et labora. Ich möchte jetzt einfach das so rüberbringen, damit ich nicht so lange rede, eine kurze Darstellung bringen, die auch bei Staatsdienern gut ankam, die auch bei uns auf der Umweltbundseite, Initiative der Imker, Landwirtin, Verbraucher draufsteht. Einfach um es mal in Kürze rüberzubringen, dass ich nicht zwei Stunden reden muss, um das dann einigermaßen rüberzubringen zu können. Wir können ja auch heute Mittag entsprechend weiter diskutieren. Deswegen spiele ich jetzt das einfach mal vor. Das hat mein Kollege Manfred Gerber über mich gemacht, weil er meint hat, meine Wissenschaftsvorträge werden immer zu lang und die würde bei der praktischen Gärtner nicht ankommen. Deswegen haben wir extra diesen Film gemacht, mehr betont auf Permakultur, um diese Gruppierung mehr oder weniger zu informieren. Ich spiele jetzt einfach mal ab.
Ah, ja. Herr George Kraft, ich soll das entsprechend noch kommentieren während der Musik, weil ich die bei Yogi Togo entsprechend das Lied hören können. Im Endeffekt geht es darum, dass man die Blattoberflächen zu desinfizieren hat. Und zwar muss es deswegen desinfizieren, denn auch viele Permakulturen haben große Probleme mit Bakteriosen, mit Pilzkrankheiten. Dass es halt einfach nicht so ist, dass die einzelnen Pflanzen unter sich positiv so beeinflussen, dass es ohne eine entsprechende Desinfektion geht. Das nächste Problem ist auch, dass auch es nicht so ist, dass es ohne Düngung geht, denn ich brauche eine ausgeglichene Düngung. Und wenn die ausgeglichene Düngung nicht erfolgt, hat es zur Folge, dass die Pflanze krank wird. Die ausgeglichene Düngung kann über die Wurzel erfolgen, kann aber auch über das Blatt erfolgen. Und dann, mein Hank hat es ja vorhin bei der Permakultur angesprochen, bezüglich Funkstrahlung. Auch die Funkstrahlung wirkt rein. Und man weiß also heute, dass also auch solche Strahlung positiv Bakteriosen fördert. Dass das mit dem Grund ist, dass die Bakteriosen zur Zunahme haben. Und da muss ich halt dann auch mal unter Umständen, wenn von der Wurzel nicht genügend nachgeliefert wird, es entsprechend oberflächlich desinfizieren. Der nächste Punkt kommt noch dazu, dass wir zu wenig Honigbienen haben, die den Honigtau rechtzeitig absammeln. Und wenn Honigtau nicht rechtzeitig abgesammelt wird, führt es dazu, dass sich auf den Blattoberflächen Säuren bilden. Und diese Säuren verätzen die Oberflächen und schädigen wieder. Und deswegen bin ich immer so etwas zwiespaltig. Es sieht schön aus, auch bei Permakultur, wenn da und dort Blüten sind und Ackerrandstreifen etc. Nur muss dann jeder auch berücksichtigen, dass die bestehenden Pestizide, die wir im Moment haben, mehrere Pestizide, gerade aus der Insektizidgruppe, eine Halbwertszeit von 20 Jahren haben. Das heißt also, wenn ich 20 Jahre habe, höre ich mir die politische Diskussion, zum Beispiel das Verbot von Neonicotinoiden, da kann ich ehrlich gesagt als Fachmann nur drüber lachen, was nützt mir es dann, wenn ich von Bienen beflogenen Kulturen verbiete, aber im Weizen zulasse und in der Fruchtfolge im dritten Glied vielleicht Raps kommt oder Ackerbohnen kommen und dort die Bienen wieder tot sind, wenn es eine Halbwertszeit von dem günstigsten Präparat von 5 Jahren, von dem schlimmsten von 25 Jahren sind. Dann ist das für mich eine Volksverdummung. Gleichzeitig kam letzte Woche beim Schweizer Bauer eine Publikation, dass die Ökoförderung für Ackerrandstreifen der Artenvielfalt nichts gebracht hat. Warum hat es nicht gebracht? Weil im Endeffekt die Pestizide aus den restlichen 90% gespritzten Flächen in diese Ackerrandstreifen, in diese Hecken etc. reinwirken. Und da habe ich den Vorteil bei einer gezielten Löschkalkbehandlung, dass nur die Getroffenen getötet werden und alle anderen nicht. Und dass innerhalb von einer halben Stunde Nahrungsergänzungsstoff, sprich Carbonatkalk ist. Und dass ich definitiv nicht mehr Kalk brauche, als ich für die Ausgleichskalkung im Jahr brauche. Also die ganz normale Ausgleichskalkung. Das Intorban spricht also alles im Endeffekt für eine gezielte Behandlung der Blattoberflächen. Jetzt, da der Film weg ist, kann ich jetzt gleich ins nächste reingehen. Ich fange dann einfach mittendrin an. Sind wir eigentlich zum Handeln verpflichtet? Ja, es gibt genügend UNO-Verordnungen und Gesetze, die alle EU-Staaten und UNO-Staaten übernommen haben. Danach heißt es definitiv, dass alle Düngemaßnahmen und technische Maßnahmen, die nicht teurer sind als ein Pestizid, vorher zum Einsatz kommen müssen. Und wenn die nicht wirken, dann darf zu einem Pestizid gegriffen werden. Da steht integrierte Produktion drin, da steht in Agenda 21 drin. Also es gibt genügend Verordnungen, Gesetzestexte, wo es drin steht. Es wird nur nicht umgesetzt. In der vorletzten Veranstaltung von Gold-Rot-Schwarz habe ich alle auch schon darum gebeten, bei meiner Petition Recht auf pestizidfreies Leben zu unterschreiben. Man kommt über unsere Umweltbund-Seite rein, man kann aber auch über Open Petition reingehen. Leider hat von dieser Gruppe bis jetzt noch wenige unterschrieben. Vielleicht kommt es noch. Ich brauche nämlich noch 7000 Unterschriften. Also bitte entsprechend unterstützen. Und die meisten Leute wissen definitiv nicht, dass Pestizide, wie sie in der Landwirtschaft mehrheitlich eingesetzt werden, ein Gesundheitsfaktor auf der Mensch haben. Wir haben einige Pestizide im Herbizidbereich, die nachweisbar zuckerkrank machen über Aerosole.
Wir haben genügend Pestizide, die Krebs krank machen. Also es sind so viele Punkte da, wir haben viele Pestizide, gerade aus der Wirkstoffgruppe, die Parkinsonische verursachen. Bei Parkinsonische muss ich dann aber auch sagen, auch Bakterien können solche Erkrankungen als Autoimmunerkrankungen auslösen, sprich Gülle-Aerosole. Und dann betrachte ich es als grob fahrlässig, wenn von Seiten von der Landwirtschaft, obwohl die Kenntnis jetzt nun seit 13 Jahren vorhanden ist, weiterhin gesagt wird, ja, ich möchte aber Spritze und bitte macht es doch gut miteinander, bitte die Bios und die Konventionellen sollen sich doch nicht wehtun, jeder soll doch seinem Leben nachgehen. Ich denke, der Bürger hat das Recht, nicht mit Pestizid-Aerosolen oder sind ja auch biologische Kampfwaffen benebelt zu werden. Ich habe das ganz kurz zusammengefasst und bitte also alle auch entsprechend zu unterschreiben und es zu unterstützen, dass man in die Fläche komme und in der Fläche im Endeffekt pestizidfrei und mikroorganismenarm leben können, damit man nicht durch Mikroorganismen oder durch Pestizide krank werden. Danke. Was ist eine Adresse für uns? Unter umweltbund.de, AT, EU, kommt man überall rein. Umweltbund.de, AT, EU, kommt man überall rein. Ich hätte eigentlich das Wichtigste gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen seht, entweder machen wir es später oder jetzt. Mein Schuss hat mir diese Petition wirklich nochmal als E-Mail weiterzuschicken, dass wir sie auch an unsere Verteiler geben können und so kann das einfach eine große Verbreitung geben. Also wir hatten es bei Aufbruch Gold-Rot-Schwarz haben wir es reingesetzt gehabt. Der Michael Vogt hat es einmal auch gleich am Anfang, also letztes Jahr am 9. November verschickt, also da war es auch drin, also bitte noch einmal verschicken. Also weil meine Zeit läuft am 18. April aus und wenn wir also Politiker entsprechend fordern wollen und ich bin also über jeden von jeder Seite froh und ich bin also froh, dass wirklich von alle möglichen Gruppierungen unterschrieben hatten bei mir und insofern auch da zusammenhalten, denn wir haben wirklich im gesamten Bundesgebiet, ich habe also alle Landesbehörden angeschrieben. Keine Landesbehörde konnte man überhaupt eine Region zeigen, wo pestizidfreies Leben möglich ist. Also das heißt, es gibt also auch eine Bio-Verordnung für Bio-Imkerei in der EU-Recht. Da steht drin, dass im Umkreis von 3 Kilometer um Bio-Bienen eigentlich keine Pestizide zum Einsatz kommen dürfte, mit Ausnahme der im Biolandbau zugelassenen, also im Bioanbau zugelassenen. Und definitiv war es so, dass mir kein Bundesland vielleicht eine Region zeigen konnte, wo dieser 3-Kilometer-Radius eingehalten wurde. Somit ist eigentlich, ich komme aus der Imker-Szene auch, wäre eigentlich juristisch gesehen, Biohonig zu verkaufen, eine Täuschung. Also die, und betone auch, der Imker will ja die pestizidfreie Region, damit die Bienen überhaupt überleben. Also insofern sollte jeder, der Bio-Imker sein will, drauf bestehen, dass er diesen Schutzradius von 3 Kilometer kriegt, aber auch jeder Bürger in seinem Haus, dass er einen Schutzradius von 3 Kilometer kriegt, denn es nützt. Also die meisten Leute verstehen nicht, dass die Pestizide als Aerosol rumfliegen und dass sie auch nicht in der Zulassung, vor der Zulassung entsprechend geprüft wurde, inwieweit dass sie über die Lunge aufgenommen vielleicht schädlicher wirken als über oral, also über den Mund beim Essen. Und deswegen prägt mich es immer etwas auf, wenn die Leute immer sagen, ja, Hauptsache ich habe mich gesund ernährt mit Bioprodukten, mit entsprechendem Wasser, wenn nachweisbar über die Luft mehr Pestizide aufgenommen werden als über die Nahrung. Also das meiste, was wir aufnehmen an Pestiziden, an Mikroorganismen, nehmen wir über die Luft auf und nicht über die Nahrung. Also Luft und Wasser zusammen. Lauter. Richtig. Ja. Hat sonst noch jemand eine Frage? Lauf mal lauter. Wie lange nehmen wir die Pestizide über die Luft auf? Also wäre das ausgesprüht oder wie leicht ist es? Also, jetzt kann ich nur Publikationen zitieren. Also viele Pestizide, ca. 1/3 der Pestizide, haben von der Zulassung her schon ein Begehungsverbot ohne Atemschutzanzug von 48 Stunden. Also auch solche Präparate, die im Moment in mehreren Bundesländern Sondergenehmigung erteilt oder erfragt wird, zum Beispiel zum Spritzen von Frostspanner oder Eiche-Prozessionsspinner im Wald, wäre ein Verbot von 48 Stunden bzw. nur ein Gebot, nur mit der Atemschutzmaske und Vollanzug, also Spritzanzug, durch den Wald zu spazieren.
Also das ist ein Drittel der zugelassenen Pestizide. Das ist jetzt der Fakt in Form, was man direkt als Aerosol aufnimmt, wenn es gerade gespritzt wird und wenn es dann in dieser Zeit verdunstet. Man weiß aus Studien, dass unser, heute weiß man das, vor 10 Jahren hat man das nicht gewusst, dass über 90% der Pestizide verdunsten in der ersten 48 Stunden. Sie verdunsten. Das heißt, sie kommen irgendwo per Regen wieder runter. Und das ist der Grund, warum wir im alpinen Bereich auf der Bergspitze mittlerweile so hohe Werte haben und warum die Flüsse bei der Schneeschmelze im Frühjahr auch alle diese hohen Werte haben. Das heißt also, was nützt mir es dann, wenn ich sage, ich habe irgendwo 5 oder 10% Bio und in der anderen Fläche akzeptiere ich es, weil ich ja meinen Landwirtskollege mehr oder weniger nicht schädigen will, dass er alles Mögliche spritzt und es kommt über der Regen auf meine Fläche wieder zurück oder es kommt mein Haus zurück und wird krank. Und das gleiche Problem haben wir auch mit Bakteriose, also zum Beispiel Pseudomonade, wie zum Beispiel Coli, auch Salmonella. Die wenigsten Leute wissen, dass man Salmonella weniger über Fleisch kriegt als über Salat. Also Salat hat mehr Salmonella als Fleisch und Eier. Da kann man die Frage stellen, ob das Huhn die Salmonella ins Ei gekriegt hat, weil es Salat gefressen hat oder umgekehrt. Also, und die Publikationen existieren, weltweit. Und dann muss halt wissen, wo kommen diese Bakterien her? Und die Bakterien kommen halt über unser Handeln, indem also heute mehrheitlich erstens mal die ausgeglichene Düngung nicht erfolgt. Wenn ausgeglichen gedüngt ist, stellt sich ein ideales Bodenlebewesen ein. Da darf aber keine Pestizide sein, die vorher der Regenwurm über 20 Jahre kaputt gemacht haben. Anke hat vorhin in ihrer Permakultur anführt, erinnere ich mich an meine Studienzeit bei Professor Kahnt in Hohenheim. Der hat dann immer gelästert, ja, es wird vorgeschrieben, dass die Bios damals 5% Humus im Boden wollen. Eigentlich müsste es heißen Ton-Humus-Komplex und nicht Humus, weil Humus ist etwas falsch belegt. Aber die Bios haben es als Humus umgelegt. Und diesen Humus kann ich natürlich bei einer normalen Ackerbaufruchtfolge nicht erreichen. Die 5% kann ich langfristig erreichen. Wenn ich Kleegras mache, dann habe ich diesen Humusaufbau. Ich habe es aber nicht. Wenn ich also nur kurzfristig, wenn ich Ackerbau mache, dann habe ich einen Humusabbau. Und da hat er immer damals gelästert, ja, dann macht man halt vorher 10 Jahre lang systemisch gespritzt, dass die Regenwürmer das Stroh nicht abbauen können und dann haben wir bis nach 10 Jahren die geforderte 5% Rohhumus und dann ist die Biogrundlage erfüllt. Und das ist leider da und dort gängige Praxis. Und das kann es nicht sein. Da soll man dann überlegen, wann sind 5% Humus möglich? Über Ackerbaufruchtfolge sind sie definitiv nicht möglich. Über Grünland auch und vielleicht jetzt in dem Grünlandbereich. Auch ich habe diesbezüglich lang falsch gedacht. Also in der Agrarwissenschaften kriegt man gelehrt, ganz oben stehen die Intensivkulturen von Wein und Obst. Gefolgt von Gemüse, gefolgt von Hackfrüchten, gefolgt von Getreidebau, dann kommt das Grünland, dann kommen die Hutungen und dann kommt der Forst. Das ist die Wertigkeit. Diese Wertigkeit stammt aber noch aus einer Generation, wo man die pflanzlichen Lebensmittel in erster Linie verwertet hat und nur die Beiprodukte verfüttert hat und dann Fleisch gekriegt hat. Heute ist es aber so, dass man ca. 70-90% der Ackerkulturen im Futterdruck oder der Biogasanlage landen. Und was mir nicht bewusst war, dass ich beim gut geführten Grünland wirklich mehr Eiweiß und mehr Kohlenhydrate produziere, als in einer gängigen Ackerbaufruchtfolge. Und das ist mir also auch erst seit 6 Jahren bewusst. Also auch ich habe mal zulernen müssen. Also. Ja. Vielleicht was deine Frage betrifft noch eine ganz kleine Ergänzung, wie lang das bleibt. Wir wissen aus Mexiko, in dem Land, in dem die Gentechnik verboten ist, dass es zur großen Überraschung und zum großen Unwillen ein Forscher nachweisen konnte, dass es plötzlich gentechnisch veränderte Pflanzen gegeben hat in Mexiko. Und der Hintergrund war, dass das über den Wind über eine Größenordnung von mehreren tausend Kilometern getragen wurde. Das heißt, wir haben hier eine Situation gehabt, dass in einem ganzen riesengroßen Land, in dem das an sich untersagt ist, aufgrund entsprechender gentechnischer Anbauprodukte und eben des getragen
werdens dieser Sporen durch den Wind es Kreuzungen gegeben hat, über mehrere tausend Kilometer entfernt. Also insofern, das, was Friedhelm hier sagt, ist extrem dramatisch, weil es uns im Grunde, wir gehen jetzt vor die Tür und du atmest genau den Müll ein, von dem er redet. Auch wenn es jetzt hier Winter ist und das an sich kein Thema ist, wir haben es dauernd um uns herum. Insofern sollten hier wirklich ganz schnell die Notbremse gezogen werden. Und deswegen fand ich das total gut, was er hier auch in dieser Deutlichkeit angesprochen hat. Vielen Dank, Friedhelm. Also vielleicht auch dazu noch, die französische Zulassungsbehörde hat auf der INRA-Seite stehen, dass also wenn in Marokko oder in Algerien entsprechende Dinge gespritzt werden oder entsprechende Gülle ausgebracht wird, sie es in Südfrankreich im Regenwasser kriegen. Ich mache jetzt einfach ein paar Eindrücke, damit ein paar Früchte gezeigt werden nebenher und damit man sieht, wie schön das aussehen könnte. Schön, vielen Dank. Ich möchte schon mal Konstantin Kirsch bitten, zu uns zu kommen. Ja, hoffentlich nicht, dann brauchen wir noch einen Notarzt. Ja, das Problem ist halt, da müssen irgendwo die Politiker sagen, also ich habe jetzt mit mehreren Politikern verschiedener Parteien gesprochen in den letzten Jahren immer wieder und die Antworten gleichen sich. Ich habe jetzt uns in die Hände gebunden, da ist die EU zuständig, was gar nicht stimmt, denn die Länderbehörden in Deutschland sind zuständig in der Umsetzung und die Gesetze sind da. Ich habe einen ähnlichen Vortrag bei Bayerischen Staatsdiener gehalten. Und einer der Führenden vom Ministerium hat dort zu mir gesagt, ja, was machen Sie, wenn bestimmte Kollege oder Fachkollege von uns das gar nicht weiterbringen wollen? Und dann ist das nächste Problem, die meisten Landwirte, jetzt der Schutz der Landwirte, sind abends so müde, dass sie kaum Zeit haben, sich weiterzubilden. Ja? Und viele Jüngere, ich habe auch einen Vortrag, da war auch Praktiker, also Landwirt-Praktiker dabei. Und wenn mir dann ein 70-jähriger Landwirt sagt, ja, mein Enkel ist gerade in der Berufsschule und ich habe ihm zeigen müssen, dass Getreidestriegel auch geht und dass das Getreidestriegel einen höheren Ertrag gebracht hat, als es abzuspritzen. Aber in der Schule hat er nur Spritze gelehrt bekommen und das in verschiedene Bundesländer, also egal ob jetzt CDU geführt oder Grün oder Rot, also überall das Gleiche, dann stimmt irgendwie was auch in unserer Schulung oder Bildung nicht. Ja. Also das haben wir ja auch gleich noch die Gruppen heute Nachmittag, da könnt ihr das ganz fiebrig diskutieren und bestimmt Lösungen finden. Ich gebe mal das Mikrofon weiter, gell? Manchmal ist einfach auch so ein Schock ganz heilsam, nicht? Also, dass man wirklich sieht, da ist Handlungsbedarf. Was braucht er noch?